Heute zeigen wir euch, wie ihr unseren Deep Speaker reparieren könnt im Fall, dass der Lautsprechereinsatz aufgrund von Wasserschäden oder ähnlichen Wettereinflüssen defekt sein sollte und im Gehäuse getauscht werden muss. Der Lautsprecher muss dafür aus dem Fahrzeug ausgebaut werden. Für die Reparatur wird Folgendes benötigt: ein Winkelschleifer, ein Schweißgerät, allerdings kein autogenes Schweißen, Lötkolben und Lötzinn, ein Gummihammer, Stift zum Markieren, ein Schlitzschraubendreher, ein Torx-Bit Größe 20 für einen Akkuschrauber oder ein Torx-Schraubendreher, zwei Komponentenkleber und eine Kartuschenpistole, beides erhältlich bei uns im Shop. Dann kann es auch schon losgehen. Markiert zunächst mit einem Permanentmarker die Seite des Gehäuses, damit es später wieder exakt zusammengebaut werden kann. Oberhalb der Schweißnaht flext ihr nun ca. 2-3 mm in den Stahl. Achtet darauf, nicht zu tief zu schneiden, da sich darunter eine Führung befindet, um das Gehäuse wieder sauber verschließen zu können. Achtet dabei auch auf das Kabel, das aus dem Gehäuse ragt. Einmal rundherum geschnitten, könnt ihr nur mit dem Schraubendreher die beiden Gehäusehälften vorsichtig voneinander lösen. Habt ihr sauber und nicht zu tief geschnitten, kommt nun besagte Führung zum Vorschein. Nun den oberen Teil des Gehäuses abnehmen und das Kabel von den Kontakten trennen. Als nächstes die Torx-Schrauben rund um den Lautsprecher lösen und am besten gleich in einen Behälter packen, da sie gleich wieder gebraucht werden. Mit Hilfe des Schraubendrehers könnt ihr den Lautsprecher nun aus dem Gehäuse lösen. Das Gehäuse nun einmal ordentlich mit Druckluft reinigen, damit keine Metallspäne den neuen Lautsprecher beschädigen können. Den neuen Lautsprecher aus der Verpackung nehmen und genau dort anbringen, wo ihr den alten eben rausgehoben habt. Achtet hierbei auf einen möglichst niedrigen Drehmoment, um die Schrauben nicht zu überdrehen. Nun das Kabel wieder anschließen. Der Pluspol ist meistens rot markiert. Zur Sicherheit die Kontakte nun festlöten. Jetzt kann das Gehäuse wieder verschlossen werden. Dabei die zuvor gemachte Markierung zur Hilfe nehmen und mit dem Gummihammer vorsichtig anklopfen. Mit einem Stück Holz dazwischen tut es auch ein herkömmlicher Hammer. Nun geht es ans Schweißen. Dazu erstmal von jeder Seite einmal punkten, damit sich nichts mehr verschiebt oder verzieht. Danach können weitere Punkte dazwischen gesetzt werden. Um den Lautsprecher dicht zu bekommen, verwenden wir unseren zwei Komponentenkleber und tragen diesen großzügig rundherum mit der Kartuschenpistole auf. Erfahrene Schweißer können sich diesen Schritt natürlich sparen und das komplette Gehäuse verschweißen. Zum Schluss prüfen wir den Lautsprecher am Steuergerät. Grün in der App ist ein gutes Zeichen und wenn er nun auch so klingt wie gewünscht, bleibt uns nur noch der erneute Einbau ins Fahrzeug. Bei Fragen könnt ihr euch jederzeit an unseren Support wenden.